Ihr habt abgestimmt, deswegen sitze ich jetzt hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der German Belt News. Jawohl, und dieses Mal konntet ihr tatsächlich wählen, welches Video denn als nächstes kommen soll, und somit kommt als vorletztes Video vor dem Bash in Berlin Pay-Per-View diese Ausgabe der German Belt News. Und ich habe tatsächlich heute mal wieder einige News für euch, und zwar eigentlich, wenn man das so möchte, zwischen 3 und 5 an der Zahl. Ich würde sagen, wir starten mal mit der, so wie ich finde, interessantesten. Und diese kommt diesmal tatsächlich aus dem Hause AEW. In den letzten Folgen habe ich ja immer ein bisschen geschimpft über AEW, und dieses Mal haben sie aber mal was gemacht, was ich ganz gut finde. Und ich würde sagen, wir schauen uns das an. Das hier ist nämlich der neue TNT Championship. Und den finde ich irgendwie richtig cool. Ich würde sagen, also das ist so das erste gute Bild, was ich machen konnte. Das hier ist vielleicht noch ein bisschen besser. Wir haben mal wieder den ganz normalen TNT Championship. Na, da hat sich gar nichts dran getan. An den Platten, an dem Aussehen an sich von den Platten. Aber, und das ist hier wirklich was sehr, sehr Besonderes, der Titel wird aktuell von Jack Perry gehalten, dem ehemaligen Jungle Boy. Und dieser hat diesen Titel selber gemacht. Das muss man hier sagen, der hat den wirklich selbst gemacht. Der hat einen TNT-Replika genommen, so wie ich das in einem Video gesehen habe, hat den in so einen Sand, so eine Erde gedrückt, hat dann Metall geschmolzen und hat ihn da wirklich selber gegossen und hat den dann auch selber bemalt. Ihr seht, der ist ja komplett schwarz. Ne, so nur TNT und Champion ist ein bisschen hervorgehoben und dann ist so mit roter Farbe einmal über dieses TNT-Logo drüber. Das finde ich irgendwie richtig cool. Passt sehr gut zum Charakter, und auch das Leder so tiefschwarz mit so einem, ja, also ein bisschen so eine Textur im Hintergrund, finde ich eigentlich richtig cool. Weiß nicht, also das ist mal was, das passt richtig gut. Und ich glaube, wenn ich jetzt einem Post von Facebook vertrauen darf, dann ist das bereits das 12. TNT-Titel-Design. Also wir gehen davon aus, dass das rote Unfertige das erste war, dann das rote Fertige, dann haben wir das mit dem schwarzen Leder hinten mit dieser, ja, Spiegeloptik, dann mit den Steinchen im Hintergrund, trotzdem auf schwarzem Leder, dann der von Scorpio Sky etc. pp. Müssen wir ja alle mitzählen, der von Miro kommt auch noch dazu und. Jetzt haben wir also hier diesen tiefschwarzen TNT Championship. Gefällt mir richtig gut und würde ich mir tatsächlich, wenn es den als Replika geben würde, auch genauso hinstellen. Wie gesagt, hier mal ausnahmsweise etwas, was AEW in letzter Zeit gut gemacht hat. Von den Titeln her muss man da ganz eindeutig sagen. An sich muss ich aber auch gestehen, dass ich ja das ganze Produkt nicht mehr ganz so nachverfolge, wie es zu Anfangs der Fall war. Und ja, wie seht ihr das? Verfolgt ihr AEW noch oder seid ihr gänzlich von WWE weg, nur noch hin zur Konkurrenzliga? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich über jeden einzelnen Kommentar freuen. Ich habe mich übrigens auch gefreut über ein Unboxing, was ich gemacht habe, und eine daraus folgende Review. Und zwar war es das letzte Video vor diesem hier. Und da habe ich euch die Gunther Sideplates vorgestellt. Jetzt ist es ja so, Bash in Berlin ist in genau einer Woche, wenn dieses Video hier rauskommt. Und somit befinden wir uns auch auf der Road zu Bash in Berlin. Die WWE ist in Deutschland und hat dort einige Live-Termine. So unter anderem gab es auch einen Auftritt von Gunther bei WWE Deutschland. Das hat oder haben diese auf Instagram veröffentlicht. Der war auch dabei bei einigen Aufnahmen für Pro7 Max. Und jedenfalls hatte er bei WWE Deutschland diesen Titel hier bei sich. An sich erstmal der ganz normale World Heavyweight. Aber gucken wir mal ein Stückchen unten rechts in der Ecke. Und da fällt uns auf, im Vergleich zu
den Sideplates, die ich euch gezeigt habe, und jetzt mache ich es mal wirklich ein bisschen größer, das hier sind die Sideplates, die Gunther auf dem offiziellen Foto von WWE Deutschland hat. Und die finde ich richtig cool. Gehen wir jetzt davon aus, dass trotzdem die neuen Sideplates von Gunther, die er ja jetzt im TV hat, die quasi nur mit seinem Schriftzug ohne die Flagge, und die hier, dass das ein Paar ist, das wäre so cool und da würde ich gleich nochmal zuschlagen. Denn das hier gefällt mir richtig gut. Schwarze Sideplates, Ringgeneral drauf stehen. Oben haben wir noch ein paar Sternchen über dem G von Ring. Boah, und auf der anderen Seite einfach nur Gunther. Das wäre cool. Die würde ich mir sofort holen. Mega. Richtig coole Sideplates hier also am World Heavyweight Championship. Boah. Und jetzt, für euch ist es nur eine Sekunde, ich muss jetzt hier ein bisschen was umfriemeln, habe ich noch ziemlich viele Titel für euch, auch aus dem Hause WWE. Das ist dann quasi die dritte News, die sich unterteilt in nochmal drei Unterkategorien, würde ich jetzt sagen. Wir reden gar nicht groß drum rum. Los geht's. Und wir beginnen mit WWE meets MLB. Jawohl, es gab schon mal eine Kooperation von der WWE und anderen Sportarten. Die NFL hatten wir bereits, jetzt also die MLB, die Major League Baseball. Und da gibt es ganz, ganz viele neue Titel für so ziemlich jede Mannschaft in eben dieser Liga. Und diese haben ganz viele verschiedene Shapes. Und ich habe jetzt einfach mal stellvertretend für jede Form ein Team rausgesucht, ohne Präferenzen. Ich kenne mich null aus im US-amerikanischen Sport, wirklich. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal so ein paar Titel an. Ich habe immer nur die Frontansicht rangeholt. Ich würde sagen, wir gehen da mal einzeln durch, oder? Hier der erste. Und das ist wirklich eine Mannschaft, die kannte ich auch. Das sind nämlich die New York Yankees. Und hier ist es so bei den MLB-Titeln, dass diese wirklich auch ein bisschen auf die jeweilige Mannschaft zugeschnitten sind. Na, also wir haben jetzt hier den Titel der New York Yankees. Dieser ist ein bisschen oben gerade und unten spitz zu laufen. Das sieht ein bisschen aus wie die Shape von den Network-Logos vom Universal, vom Undisputed etc. pp. Wir haben hier das Leder, das ist so weiß und dann so blau gestreift, wie die Shirts der Yankees. Wir haben das New York-Logo in der Mitte, wir haben außenrum so ein bisschen Blumen und sowas. Das sieht eigentlich ganz gut aus, gefällt mir wirklich gut. Wir gehen jetzt einfach mal wirklich ein Stückchen schneller durch, weil ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Link verlinke ich euch alles, oder stelle ich euch unten alles rein. Braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Das hier ist der Titel der Detroit Tigers und der hat zum Beispiel jetzt wieder eine ganz andere Shape. Der ist komplett rund, erinnert hier mehr oder weniger an den Penny Tag zum Beispiel. Auch hier wieder geht es ein Stückchen rein, das sich wirklich Zeit genommen wurde. Wir haben das Tigers-Logo in der Mitte oder einen Tiger, ne? Und ringsrum ist das Ganze so silber und orange. Ne? Also es passt wiederum zum Tiger, ein bisschen Gold dabei. Ne? Ein bisschen. Das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Dann haben wir hier die Seattle Mariners, wahrscheinlich, jawohl. Und die haben als Logo so einen, so ein Kompass quasi, ne? so Nord, Süd, Ost, West. Dahinter nochmal ein Baseball, das finde ich auch dahingehend ganz schön. Und auch hier ist die Shape wieder so ein bisschen angepasst. Wir sehen da so silberne Spitzen, oben und unten jeweils von links nach rechts rein. Das Ganze in grün-gold gehalten, grünes Leder. Das ist wirklich auch hier sehr schick. Hier geht das Ganze auch ein bisschen rund, wird dann aber so ein bisschen wieder wie eckig. Ich kann's, ihr seht's, ne? Bisschen nach außen Pfeiler. Alles schick. Passt. Dann ein Titel, der mir persönlich sehr gut gefällt, nämlich der San Diego Padres. Hier haben wir ein Oval als Mainplate.
Und auch da wieder, ihr seht es ein bisschen Geraffel ringsrum. Ne? Wir haben sogar zum Beispiel diese Schläger, die sich so in der Mitte kreuzen, finde ich hier auch sehr, sehr schön. Dann haben wir die Chicago Cubs und auch hier wieder eine komplett andere Shape. Wir haben ein paar Ecken, die so nach außen zeigen. Wir haben das WWE-Logo sowieso in der Mitte. Ja, das Ganze so ein Golden Nugget Texturing hier im Hintergrund mit so Blumengedöns. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die anderen hatten teilweise, muss ich dazu sagen, so eine Sidebar. Hier sehen wir sie relativ deutlich. Auch bei diesem hier, der Atlanta, Atlanta Braves? Ja, genau. Wir haben hier eine abgerundete Shape oben. Unten läuft sie wiederum spitz zusammen. Das unterscheidet sich hier ganz klar nochmal von den der New York Yankees. Dann haben wir wie so Sonnenstrahlen nach außen. Links und rechts sind so wie Nähte so aufgedruckt, wie die vom Baseball auch. Und natürlich auch hier haben wir ein paar Sidebars. Ganz schick. Geht weiter mit dem Titel der Los Angeles Dodgers. Und der sieht wiederum komplett anders aus. Der hat mich sofort ein bisschen an den Gift of the Gods Titel erinnert von Lucha Underground. Das hier ist eher so wie, wir machen ganz viele eckige Platten und die packen wir so aufeinander auf. Gefällt mir aber doch schon irgendwie. Es sind, wie gesagt, ganz viele, ich sag mal so Sechsecke oder Vierecke, die so irgendwie aufeinander gestapelt wurden, was das Ganze zu einer Plate macht am Ende. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen schick. Dann haben wir die Tampa Bay Rays und hier sieht die Shape vom Leder zum Beispiel ein bisschen aus wie so ein Hai, oder? Ja, also oben auch so wieder so Ecken, unten wie rausgebissen. Hat irgendwas. Auch hier gehen so diese Strahlen ab von der Mitte. Gut, passt. Dann haben wir noch zwei weitere Titel. Und zwar einmal habe ich hier den der Miami Marlins rausgesucht. Jawohl, da haben wir das Logo sowieso in der Mitte. Das haben wir ja bei allen. Und hier ist das Ganze auch wieder ein bisschen erinnert der mich an den North American Titel. So von der Shape des Leders her. Das andere haben wir so ein abgerundetes Viereck. Ja, aber auch hier wieder mehr Geraffel. Die Titel sind relativ bunt alle, das muss man sagen. Aber im Endeffekt ist das eine durchgezogene Linie hier und das passt wieder am Ende. Der letzte der MLB Belts ist dieser hier, der Washington Nationals. Und auch der sieht wieder ein bisschen anders aus. Die, ihr seht's. Ich finde die eigentlich so ganz lustig für MLB-Fans. Wahrscheinlich echt super. Also wenn ich einer wäre, der eben so US-amerikanischen Sports bis aufs Wrestling so verfallen wäre, würde ich mir wahrscheinlich auch einen dieser holen. Und wir haben ja noch zwei weitere Themen, die in dieser Signature Series reingehen. Dazu muss ich wieder ein bisschen was verändern, denn mein ganzer Bildschirm ist hier voll mit Titeln. Ich würde sagen, das mache ich schnell und dann geht es sofort weiter. Und zu Episode 2 gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Wir befinden uns jetzt in der NHL und all diese Titel sehen komplett gleich aus. Also da gibt es natürlich wieder einzelne Unterschiede im Leder und in der Farbe an sich, aber die sehen erstmal so grob alle gleich aus. Deswegen habe ich auch bloß einen geholt und das ist dieser hier, nämlich der Montreal Canadiens. Sehr, sehr schöner Name. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier bei der NHL und da haben wir wieder so die Shape von einem Penny Tag irgendwie. Geht aber auch ein bisschen so mit diesem mit dieser Mainplate, die diese Zacken so hat, als ob das so wie rotiert, finde ich, wie das Speed, wie der Speed-Titel, oder? So ein bisschen schon. Die Sideplates sind da auch ein bisschen angeschrägt deswegen. Ja, das Ganze wieder extrem bunt, viele Farben, WWE-Logo, NHL-Logo und natürlich das Logo des Teams. Hier eben in diesem Fall der Montreal Canadiens. Und ich würde sagen, wir gehen sofort weiter
in die letzte Gruppe. Und zwar zur NBA. Und da haben wir diesen Titel hier der Celtic oder Boston Celtics. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Wir haben hier insgesamt zwei Shapes. Das ist die eine. Die gefällt mir schon mal ganz gut. Leder ist wieder komplett anders, hier aber relativ einfarbig. Zwei weiße Streifen haben wir noch drauf, was das Grün so ein bisschen unterbricht. Und dann haben wir einen Basketball in der Mitte, der nochmal von so einem Ring umgeben wird. Und dann haben wir zwei Ringe, die so ein bisschen aussehen wie so ein Saturnring oder irgend sowas, die diesen Basketball da umkreisen. In der Mitte ein sehr schönes, großes Logo des NBA-Teams. WWE-Logo ganz oben, NBA-Logo ganz unten. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir den wirklich schönsten Titel bis zum Schluss aufgehoben habe. Und das ist nicht von der Shape, sondern so vom Allgemeinen her. Und das hier, finde ich, ist er. Und zwar der San Antonio Spurs. Ich habe keine Ahnung vom Basketball. Aber so an sich, vom reinen Look, finde ich den richtig schön. Könnte so mit ein bisschen, was weiß ich, mit dem WWE-Logo in der Mitte oder mit einer Weltkugel oder irgend sowas, könnte das eigentlich so ein WWE-Midcard-Titel sein. Die Shape des Leders ist wieder die vom North American-Titel. Da sind auch diese Striche, die so dieses Schwarze ein bisschen hinein, oder die das Schwarze unterbrechen, ähnlich wie die beim North American. Wir haben an sich sehr viele, ja, schon Rundungen irgendwo, die in solchen Ecken enden. Und unten geht das auch genauso zu wie oben. In der Mitte haben wir dann nochmal wie so eine Plate drauf, die auf so einem Basketball liegt, der ein bisschen lang gezogen wirkt im Gegensatz zu dem anderen. Da war er schön rund, hier ist er doch so ein bisschen, naja, oval, der Basketball, würde ich schon fast sagen. Aber mir gefällt es, dass der auch farblich nochmal wirklich als Basketball hinaussticht. Ich habe euch mal hier noch die Rückseite dieses Titels mitgebracht. Da sind nämlich auch noch ein paar Besonderheiten. Und zwar auf der einen Seite haben wir hier ja das Backing an sich. Da sind ganz viele WWE-Logos, das Ganze so ein bisschen so einem Grauton gehalten. Wir haben aber zum Beispiel hier links, seht ihr das, eine Extra-Plate mit dem Aufschrift Western Conference. Wir haben eine sehr schön abgerundete Snapbox. Einen Goldtipp, der mir sehr gut gefällt, mit dem NBA-Logo, auch da nochmal in bunt das Ganze. Und ihr seht auf der rechten Seite, das sind aber eher so Patches, nochmal das NBA-Logo und das WWE-Logo gleich daneben. Gefällt mir echt gut. Und wir gucken uns diesen Titel einfach nochmal in Gänze an. Und der sieht so gut aus. Der gefällt mir richtig gut. Wenn der nicht von den San Antonio Spurs wäre, sondern wirklich ein WWE-Titel, dann wäre das was für mich. Den finde ich richtig schick, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Guckt euch den mal an, lasst ihn mal auf euch wirken. Dieses, ja, gräuliche Spurs-Logo weg. Irgendwas, eine Weltkugel, ein WWE-Logo, vielleicht, weiß ich nicht. Irgendwas hin, und das könnte locker ein Midcard-Titel werden bei der WWE. Locker. Alle Titel übrigens, die ich euch jetzt zuletzt gezeigt habe, haben jeweils noch wechselbare Sideplates. Von vornherein sind die natürlich des Teams, des jeweiligen Teams drauf, die der Titel gewidmet ist. Logo, das ist es ganz klar. Aber das finde ich schon mal ganz cool, dass man die theoretisch auch wechseln könnte und da zum Beispiel die von Gunther dran machen könnte. Ja, jetzt habe ich viel erzählt, ich habe euch viel gezeigt in sehr kurzer Zeit und jetzt seid ihr wieder dran. Wären das Titel für euch, seid ihr so Fans der NBA, NHL, MLB, was es nicht alles gibt? Und würdet ihr euch vielleicht wünschen, dass es sowas auch in Richtung Deutschland geben würde? Da vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, mir fällt spontan die Bundesliga ein. Also Titel für den FC Bayern, für Dortmund, für Leverkusen und was es nicht alles gibt. Was wäre da so euer Wunsch? Sollte es da vielleicht nochmal neue Titel geben, wenn vielleicht auch WWE nach Europa expandieren sollte, mit zum Beispiel WWE Europe oder NXT Europe, wie es ja mal heißen sollte. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt noch geben würde. Wir werden sehen. So,
Jetzt befinden wir uns also wirklich eine Woche vorm Event. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn ich bin es. Und das nächste Video, was jetzt auf diesem Kanal dann kommen wird, darauf freue ich mich schon sehr, sehr lange, euch das zu zeigen. Ich habe es hier, ich zeige es euch. Ein bisschen müsst ihr euch noch dran gedulden. Ne? Und so sagt man ja. Ich bin gespannt, ich freue mich richtig auf in einer Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dort alle. Wenn ja, wie gesagt, sprecht mich sehr gerne an. Ich freue mich. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein.